ein bisschen Paartherapeut, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, und heute haben wir das Thema, ja, ich kann mit meinem Freund keine Abmachung treffen. Wenn du auch solche Fragen stellst, kannst du über ein Formular auf liebeship.de machen. Genau. Ja, dann schauen wir mal. Uns gehen schon wieder die ersten Party-Tickets weg. Im September ist der Liebeship-Party. Holt euch noch rechtzeitig eins. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so ewig machen werde, wenn ihr nochmal in diese Liebeship-Plus-Community wollt. Da würde ich dies ja noch, diese Woche auch nochmal so ein spezielles Angebot reinstellen. Da gibt es auch die Meditationen und kann sein, dass ich das nur bis Ende des Jahres mache, muss ich mal überlegen. Dann, ja, macht, nehmt da gerne noch dran teil. Also, Nachricht von Raff Nafdi und sie schreibt: Lieber Christian, ich bin nun seit mehr als 3 Jahren mit einem Mann zusammen, der eigentlich von Anfang an sehr unsichere Signale gesendet hat. Immer wenn wir uns sahen, war er Feuer und Flamme. Er ging dann teilweise nicht mehr, nee, und wenn er wieder weg war, war Funkstille. Ja gut, das ist, also muss ich halt immer klar machen, Menschen sind, wie sie sind. Sie sind, wie sie sind. Also, da machst du nichts. Und wenn jemand so Hot and Cold spielt, dann spielt er Hot and Cold. Ob der jetzt, weiß ich nicht, zu viel Masern hat in der Kindheit oder ob der Bindungsangst hat oder ob der, keine Ahnung, weiß ich nicht, zu spät geboren ist oder zu lange im Kindergarten war. Es ist wurscht. Also spielt Hot and Cold und das ist anstrengend. Das ist, da wollte ich auch nochmal ein Video machen. Das ist so ein gewisser Thrill, jemanden zu daten, der Hot and Cold ist. Es gibt einem so einen gewissen Kick und ist so yay und hi und hi und hot und cold und ah und Drama und Liebeskummer und kein Liebeskummer, doch wieder Liebeskummer, kein Liebeskummer, oh, yay, ja. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ich finde es langweilig mittlerweile. Aber ja. Also, beziehungsweise, man kann ja auch eine schöne Art Spannung haben, so, aber diese toxische Art ist halt anstrengend, ne? Aber wie gesagt, ihr könnt das machen weiter, wenn ihr sagt, hey, ich weiß ich nicht, ist irgendwie, ja, aber dann sollte man es bewusst machen, finde ich. Da sollte man wirklich sagen, ja, ich stehe da drauf, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, jetzt gar nicht so an diese Mailschreiberin, weil, ja, es ist, wie es ist. Ne? Menschen ändern sich nicht so schnell. Ne? Er ging dann teilweise nicht mehr an meine Telefonate. Ja, das verstehe ich nicht. Da muss ich jetzt leider wieder sagen, wo sind deine Standards? Ach, herrlich. Wo sind deine Standards? Ich meine, wenn jemand nicht ans Telefon geht, klar, das kann natürlich mal sein, ne? Wenn man im Bad ist oder ich weiß nicht was, aber oder mal arbeiten muss, aber wenn das nicht ans Telefon geht, ey. Oder macht ihr keine gemeinsamen Pläne? Ja, das heißt, du stehst auf seiner Prioritätenliste auf Platz 567, egal was er dir sagt. Ne? Bin sehr verliebt und das bewirkte bei mir, dass sich das aushielt. Ja, das ist halt bei allen so. Ne? Ich kannte dieses Verhaltensmuster auch nicht aus früheren Beziehungen und wusste gar nicht, dass es da etwas für Bindungsangst gibt. Ja, man kann dem jetzt einen Namen geben. Ja, das weiß doch kein Mensch, was Bindungsangst ist. Vielleicht ist er, vielleicht steht er, also ist jetzt gemein, aber vielleicht steht er einfach nicht genug auf dich, vielleicht stand er erst auf dich und jetzt nicht mehr. Vielleicht hat er zu viel Arbeit, vielleicht, ich weiß es nicht. Also es ist völlig egal, was für ein Label man da dran macht, es spielt keine Rolle so. Ne? Ja, weil wenn man jetzt sagt, Bindungsangst immer die Gefahr ist, man denkt, ach, der kann sich ändern, ich schenke dem ein Buch über Bindungsangst. Bindungsangst kann man heilen oder ich weiß nicht, was es gibt. Genau. Ja, aber kannst Menschen nicht ändern. Ne? So, ich war vorher viele Jahre mit demselben Mann zusammen, davon viele Jahre verheiratet. Bindungsprobleme hatten wir nicht. Du würdest uns wahrscheinlich als unteraktiviertes Paar bezeichnen. Ja, vielleicht hast du jetzt auch mal die Schnauze voll von diesen, weiß ich nicht, unter aktivierten Beziehungen kein Sex und ich weiß nicht was. Und vielleicht, aber jetzt bist du im anderen Extrem. Jetzt bist du so aus seiner Sicht für Chemie und aber ist halt wenig Kompatibilität. Ne?
Mit einem Freund, dem ich erst Monate nach meiner Trennung von meinem Mann zusammenkam, war dann alles anders. Die Leidenschaft war groß und das Leid irgendwie auch. Achterbahn. Die schöne 3D-Achterbahn, genau. Wir hatten viele Diskussionen und Absprachen, weil ich auch noch Kinder habe und auch für sie dieses Hin und Her nicht mehr wollte. Einige Sachen haben sich seitdem verbessert. Er nimmt ab. Ja, dass man schon diese kleinen Sachen ein, dass man die schon so cool findet. Das ist wirklich, er nimmt ab. Oh, er beantwortet meinen Anruf. Gut. Anruf beantwortet. Gut. So, und macht zumindest Pläne für gemeinsame Unternehmung. Ja, jetzt hast du deine Standards gesetzt und es bewegt sich was, aber nicht richtig. Ja, aber das ist eigentlich der richtige Schritt. So, ne? Andererseits sehen wir uns jetzt noch weniger als zuvor. Okay, da ist jetzt nicht geklappt. Aber es ist eigentlich der richtige Weg, weil so siehst du, wie die Beziehung ist, ne? Er hat immer etwas zu tun und kann das nur von seinem Haus aus erledigen. Dabei hat er sich genau deshalb einen Laptop gekauft. Aber arbeiten tut er trotzdem nicht. Also vermute mal nicht bei dir dann. Irritierenderweise hat er anfangs doch vom Heiraten gesprochen. Ja, das kann er in dem Moment auch ernst gemeint haben, ne? Ja. Wobei, ja, naja, egal. Man macht so einen Quatsch manchmal. Ja. Doch als ich meinte, dass wir erst zusammenziehen sollten, ist er diesen verglichen mit dem Heiraten niederschwelligen Schritt nicht gegangen. Ja gut, da fragt man sich natürlich schon, warum er das gesagt hat, aber ich kenne ihn ja nicht. Ne? Er hat mich auch noch gar niemanden aus seinem Freundes- und Familienkreis vorgestellt. Warum? Wissen wir nicht. Ist es ein gutes Zeichen? Der zugegebenermaßen recht klein ist. Ja, jetzt suchst du wieder Entschuldigung. Ne? Ja. Seine Sicht der Dinge ist, dass er nach 10 Jahre dauernder, ja, schilderte eine bestimmte Arbeit, die sehr aufregend und kräftezehrend war, jetzt Zeit für Regeneration und Ruhe benötigt. Ich bin sehr frustriert, dass er mich so hinhält, während ich meinem Leben eine Richtung geben möchte. Ja, das ist völlig wurscht. Und wenn er sagt, ich war zu lange auf dem Pluto und der Flug dahin hat so lange gedauert und habe ich mir Pluto-Grippe eingehandelt und es spielt keine Rolle. So, oder ich war, keine Ahnung, ich war bei der Fremdenlegion und musste erst irgendwie noch 5 Kriege führen und jetzt muss ich mich erstmal erholen oder. Weiß ich nicht, ich muss noch die Welt retten oder ich muss noch das Inka-Gold in Anden finden. Das spielt keine Rolle. Deswegen, mach meine Kurse. Würde ich dir raten, Modul 1 mal reingucken, Umprogrammierungs-Liebeschips. Deswegen mein System von Standard- und Dealbreakern. Da musst du nicht überlegen, warum jemand das macht. Erstmal kriegst du es sowieso nicht raus, dann kommt man in so einen Analysemodus, dann kommt man in so einen Therapiemodus und. Was ist gewonnen? Nix. Also kannst es nur in Liebe, meine, du kannst ihn ja trotzdem lieben, ne? Du kannst ihn nur in Liebe annehmen, wie es ist, und du kannst dann überlegen, kann ich damit leben, kann ich nicht damit leben. Und scheinbar kannst du nicht damit leben. So. Und jetzt kannst du natürlich, also was man da machen würde, man führt Gespräche, das ist auch völlig richtig. Und es ändert sich nichts. Ja, und jetzt musst du entscheiden. Jetzt kannst du nochmal Gespräche führen und irgendwann ist er wahrscheinlich genervt, weil du ihn unter Druck setzt. Aber es ändert sich nicht. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, das kann dir keiner sagen, hat er Bindungsangst, kann er nicht anders, will er nicht anders, mag, also ist er jetzt doch nicht mehr so verliebt. Also offensichtlich kommuniziert er das auch nicht ordentlich mit dir. Und dann ist es schwer, das rauszukriegen. So, ne? Aber wenn es einem so schlecht geht in einer Beziehung, immer die Frage, ist es das wert? Irgendwie, ne? Soll eine Beziehung nicht was Schönes sein? So, ne? Wie gesagt, es sei denn, du sagst dir, sag jetzt ein bisschen Zwinker-Smiley, ne? Es sei denn, du sagst dir, ja, finde ich jetzt, ja, jetzt mal richtig geile Achterbahnfahrt nach 10 Jahren ruhiger Ehe, mal so richtig thrill, hot and cold. Aber scheinbar hat es ja seinen Reiz schon so ein bisschen verloren, sage ich mal. Das Schwierige ist halt, aber das findet ihr in meinen Kursen, ist echt super schwer da rauszukommen, weil halt so eine Art, ja, sagen wir mal, Sucht entsteht bei diesem Hot and Cold, ne, und man sich da immer tiefer drin verstrickt.
Aber es ist dein Job. Also guck auf dich, guck nicht auf ihn, wäre mein Rat, ne? Und nimm's nicht auf die leichte Schulter. Man kann da kann echt eine Menge Liebeskummer entwickeln schon in der Beziehung. Und ja, also pass auf dich auf da, ne? Dass du da noch, also so, diese Dinge, die neigen dazu, dass sie nicht unbedingt besser werden, so von selber. In diesem Sinne, wir hören uns.